Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. So, wir befinden uns hier in unserem Raumschiff, denn ich habe hier geschlafen und gespeichert und alles. Und wir gehen jetzt der leere Mann. Vika Max glaubt, dass das Buch, das du für ihn aus Emerald Vale geholt hast, den Schlüssel zu seiner Erleuchtung enthält. Er hat dich um Hilfe dabei gebeten, jemanden zu finden, der den Inhalt übersetzen kann. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar... Vika Max will den Gelehrten ausfindig machen, der ihm von dem verbotenen Tagebuch von M. Bakonu erzählt hatte, damit dieser die Schrift übersetzen kann. Da der Gelehrte vor kurzem auf der Groundbreaker war, glaubt Max, er kann ihn ausfindig machen, indem er auf ein Datenmodul im Terminal des Sicherheitsbüros auf der Groundbreaker zugreift. Das heißt, wir werden jetzt auf ein Raumschiff gehen, das hört sich nach einem Raumschiff an. Huch, das ist die Karte. Terra 2. Gibt's hier kein Terra? Oh, hier ist doch gesperrt. Typhon? Hört sich ja wie eine Krankheit. Fines Labor. Hm, Groundbreaker. Na gut. Viele Planeten gibt's hier. Sieht aus, als wäre das hier irgendwie, keine Ahnung, DLC vielleicht? Hm, mal gucken. Gehen wir zuerst auf die Groundbreaker. Mal ein anderes Szenario kennenlernen. Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Ja, das sind die. Okay, ich verstehe. Breaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Can we talk? Was willst du von mir? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson. Was ist mit dir? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borst and Beans, she could teach me all manner of stuff. Warst du nicht mit Frauen ganz gut beim Reden? Ah, klar, wir können jetzt gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Ich dachte, du hättest gesagt, du könntest dieses Schiff in Schuss halten. Möchtest du etwa von meiner Crew zu ihrer wechseln? Hm. Ich glaube nicht, dass sie dir eine große Hilfe sein wird. Klar, wir können gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Komm, wir gucken nach. Captain. I'll be sure to make it worth your time. Ja, du kommst aber nicht mit. Did you want to talk about something else? Du kommst nicht mit. Verzieh dich. Okay, die Groundbreaker, Freunde. Neues Szenario. Bin gespannt. Ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Groundbreaker. Ich weiß nämlich nicht, wie feindlich die hier gesinnt sind. Früher oder später werden die wahrscheinlich nicht alle freundlich sein. Wird höchstwahrscheinlich was passieren. Oder es ist halt ein Handelsschiff oder ein keine Ahnung, was soll denn das sein? Quasi. Es ist ja quasi ein Planet sozusagen, also eine Andockstation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle freundlich sind. Sowas finde ich geil. Oh, guck mal, wie groß das alles ist. Oh. Hm. Wisst ihr, was ich an so einem Riesenschiff am geilsten finde? Kein Wetter. Keine Minusgrade. Keine krassen Plusgrade. So würde ich gerne leben. Klar, stickige Luft. Vor allem sieht man das da hinten im Hintergrund. Schön stickig. Aber keine Wetterbedingungen. Das ist nicht der Punkt. Dieses Hat würde nur einer meiner Arbeiter sein. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Was geht hier ab? Ups. Going for a stroll around the docking base? Mir ist vorhin aufgefallen, dass du dich mit jemandem gestritten hast. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardets all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Ich habe gehört, du hast jemanden mit einem Wurfballschläger umgehauen. The guy insulted my Rizzo's Rangers, all right?
You can't just insult my rangers and expect to get away with it. So, of course, I decked him with a tossball stick. I mean, what am I? Some kind of Fairweather fan? Rizzo's ranger? Only the finest group of tossball players ever to take the field. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Oh, man. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Oh. Also schon ein Plan. Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a zero G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Ist es? Ich bin Captain der Unreliable. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Nee, ich hab deinen Namen nicht mitbekommen. Ich bin der große Zero von Washington. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. Man sieht sich, Felix. See you around, boss. Boss, hast du mich gerade Boss genannt? Das finde ich unheimlich. Wo ist der Typ, der dich angequatscht hat? Du bist das doch gewesen, oder? Ich würde jetzt am liebsten speichern und dir meine reinhauen, aber es geht nicht. Mann, böse zu sein ist nicht so einfach. Ist hier eine Tür? Ja. Ich würde sagen, das gehört erstmal mir. Wenn jemand was dagegen sagt, ist alles in Ordnung. Also ich habe für auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit ausgesorgt. Ich klaue mir alles Mögliche zusammen. Noch habe ich gespeichert. Noch kann ich machen, was ich will. Aber ich mache keine Undummheiten. Was? Ich mache keine Dummheiten. So fängt's an. So, was haben wir hier? Registrierter Eingang. Ja, hier ist leider Mardet im Weg. If you got a maintenance issue, take it to Chief June Lei. She's in engineering. Tschüss. Depp. Oh, Sperrgebiet. Auf nicht autorisierte Personen im Sperrgebiet wird ohne weitere Befragung das Feuer eröffnet. Um Sperrgebiete zu durchqueren, kannst du kämpfen, schleichen oder den Holomantel einsetzen. Holomantel? Ausstehende Strafzahlungen müssen vom nächsten Verwandten des Verstorbenen beglichen werden. Okay, das heißt... What? Da ist ja jemand. Ich bin ja nicht drin, ne? Das heißt, rein theoretisch... Kann er nicht auf mich schießen? Ausweismodul. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Ich habe keinen Holomantel. Oh. Holographische Verkleidung aktiviert. Dein Holomantel ist aktiv. Du hast daher... zeitweilig Zugang zu diesem Sperrgebiet. Bewegung verbraucht die Energie des Mantels. Wenn die Energie aufgebraucht ist, werden dich Wachen zur Rede stellen. Wenn du dich aus einem solchen Verhör herauswinden kannst, wird dein Mantel zurückgesetzt, aber weitere Verhöre werden schwieriger. Ist der Mantel... Ja doch, der Mantel ist aktiv, alles klar. Kein Problem, ich kann schleichen. Ein Plasmagewehr. Raumschiffmodell. Ich beweg mich nicht. Beweg mich doch nicht. Und wieso hat sich das verbraucht? Weil ich meine Waffe gezogen habe? Ja, super. Okay, dann lassen wir die Waffe ausgerüstet. Scheiß drauf. Hallo, Mardet. Ich darf hier rumschleichen. Ist ja auch überhaupt gar nicht auffällig, ne? Und das hast du auch nicht gesehen. Und das auch nicht. Komm, gib's mir. Verdammt.
Ein Schlaghammer. Schusspistole, okay. Keep your sights up, friend. Hier sind Zellen. Da ist keiner drin, verdammt. Okay, es geht langsam zu Ende. Ich muss... Oh. Verschwinden. Fängt das wieder von vorne an, wenn ich jetzt hier reingehe? Ja. Okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Ruckelt's ein bisschen? Weiß nicht. Versiegelt. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Oh. Okay, ich komme gleich wieder. Wir müssen nur mal ganz kurz auffrischen. Weil ich kann. Okay. So, finde ein Sicherheitszimmer auf der Groundbreaker. Achso, ja, easy. So, Datenmodul mit Aufzeichnungen der Andockstation auswerfen. Sehr schön. Beschlagnahmte Waren. Modifizierte Pistole. Joch. Oder Joch. Axt. Metallreifen. Groß. Gebetsperlen. OWD. Verschlossene Bälte. Eigentümer. Verweigerte Begutachtung. Er floh, bevor wir zur Sache kommen konnten. Hat sein Zeug zurückgelassen. Es wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt. Was vermutlich nie passieren wird. Okay, das... Wuhu! Das haben wir vermutlich schon eingesammelt. Ja, nice. Das war easy. Jetzt kann ich da jederzeit durchgehen, ne? Okay, Fähigkeitspunkt verfügbar. So. Fähigkeiten. Wo waren wir stehen geblieben? Handfeuerwaffe. 80%. Langwaffe. Fokus. 5 Sekunden nach jeder Tötung kein Fadenkreuz schwanken. Ignorieren 100% Rüstung. Ist beides natürlich nicht schlecht, ne? Einhand. Was haben wir denn hier? Ah, das ist Nahkampf, ne? Schaltet die Fähigkeit Ausweichsprung frei. Ausweicherholzeit. Blocken, was kriegen wir hier? Haltbarkeitsverlust durch Blocken. Gehgeschwindigkeit beim Blocken überzeugen. Niederkauern Dauer. Niederkauern zielen. Niederkauer Chance von Menschen. Was? Wenn ein Mensch niederkauert, erhältst du 10 Sekunden lang Rüstung. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Die Fähigkeit überzeugen kommt in Gesprächen zum Einsatz. Außerdem können menschliche Gegner bei jedem ersten Angriff niederkauern. Lebende Furcht. Ah, okay. Die Fähigkeit lügen kommt in Gesprächen zum Einsatz. Außerdem können Robotereinheiten, die dich angreifen, Verwirrung. Greifen langsam ihre Verbündeten an, erleiden. Okay, verwirren. 15%ige Chance, dass Robotereinheiten statt dir 10 Sekunden lang andere Gegner langsam angreifen. Verwirrdauer, Chance Roboter. Okay, aber Lügen? Lügen bringt mir doch auch, dass ich in Gesprächen lügen kann, ne? So, Schleichen. Geduckte Geschwindigkeit. Okay, Robotereinheiten hacken. Schau in verschlossene Behälter hinein. Medizin. Inspiration. Ja gut, Führung können wir komplett vernachlässigen. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in den Dialog hinein. Ne? Kampfdialogfähigkeiten. Du hast eine Dialogkampffähigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegner angreifst, werden diese dadurch automatisch mit Statuseffekten belegt. Ah, das sind die Roboter. Alles klar, Junge. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich muss ab und zu mal hier gucken, ob es krass leckt. Weil ich mache gerade ein paar Testaufnahmen sozusagen. Ein Ring! Das ist meiner. Das ist auch meins. Und niemand sieht etwas, weil die alle blind sind. Na gut. So, eigentlich können wir schon wieder zurück, ne? Komm, wir gehen mal kurz zurück, dann können wir abspeichern und mal, keine Ahnung, wahllos bei jemandem in den Kopf schießen und gucken, was passiert. Ob sie dann böse auf mich sind? Oder ob ich eine Strafe bekomme. Ey, muss man alles ausloten, ne? Also, muss man mal gucken, wie die sich verhalten.
Je nachdem. Da fällt mir ein, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ja, da ist eine Daseinsberechtigung. Hier ist auch alles leckfrei, ne? Ja, gut. Teilweise ruckelt es ein bisschen, aber. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Wollkuh? Warum? Kann ich die abschießen? Das ist die erste Frage, die ich mir immer stelle. Kann ich so etwas töten? Es bringt mir ja gar nichts. Die laufen ja nicht mal weg. Wollkuhwolle. Weiß nicht, weißt du irgendwas über diese Wollkühe? I could probably spend years fixing this boat. Na gut, dann laden wir mal. Also Dinge auf meinem Schiff werde ich natürlich nicht direkt töten, weil wenn ich sie behalten kann, dann behalte ich sie. Ist ja ganz klar. Ich weiß zwar nicht, was ich davon habe. Ach, das sind Euter. Aber wir werden das vielleicht noch herausfinden. So, mein Freund, ich komme mit Informationen zu dir. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Du hast einen Moment gezögert, Vika. Was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Ein bisschen, ja. Okay. Trotzdem scheint mir das verdächtig zu sein. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Na gut. Na gut. Jetzt will das Schiff wahrscheinlich, dass wir weiterreisen, ne? Reisen, nicht reißen. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen was. No more fertilizer shipments be brought on board. Who keeps ordering these? Keine Ahnung, irgendwer wird es ja getan haben. Wir haben aber noch im Tagebuch organisiere ein Treffen zwischen Parvati und Junlei. Okay, alles klar. Dann machen wir das als nächstes. Warte, warte. Wie kam Max Privati? Was? Achso, die haben Level-Ups. Level-Ups. Dinge, die ich niemals benutzen werde. Alles klar, okay. Dann tun wir das doch mal. Ich hab... nein, ich will jetzt nochmal speichern. Moment. Ich will irgendjemanden in den Kopf schießen und gucken, was passiert. Weil ich kann. Warst du das? Felix? Tötet euch alle! Okay, Moment. Kaboom! Noch ein Kopf weniger. Oh Gott. Ja, die ist zu blöd zum Treffen. Haha, guck mal hier. Ja, und nu? Wieso läuft der nicht weg? Ein kranker Irrer läuft hier durch die Gegend und erschießt Leute. Und niemand von euch läuft weg. Wie doof seid denn ihr? Dein Helm kannst du vergessen, Junge. Sagte, dein Helm kannst du vergessen. Hallo? Oh Gott, oh Gott, nein. Okay. Ja, also. Wir rasten aus. Ich habe auch gehofft, dass jemand auf mich zukommt und sagt, du. So geht das aber nicht. Offensichtlich ist das nicht der Fall.
Nee, gut, spielen wir weiter vernünftig. Erst jemanden töten, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass keiner hinsieht. Aber wenn ich jetzt... Sagen wir mal... Ich habe hier meine Schrotflinte, ne? Tatsächlich. Mit einem Schalldämpfer kann ich jeden auf dem Schiff töten, den ich will, ohne dass es jemand bemerkt, insofern ich versteckt bin. Das heißt, wir machen jetzt einen auf den hier. Warte. So. So. Zum Preis. Ich glaube, jemand hat es bemerkt. Meint ihr, die wissen, wo ich bin? Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Hallo! Wie geht's? Willst du nicht mit mir reden? Oh. Egal, ich weiß, wo ich lang kann. Die werden niemals damit rechnen, dass ich jemand anderes bin. Verkleidung gescheitert? Oh. Okay, wir laufen einfach mal weiter. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Hi! Machst du mir die Tür auf? Offensichtlich nicht. Okay, aber wir haben festgestellt, Schalldämpfer geht, wenn wir ein bisschen weiter weg sind von der Gruppe. Es hat einer mitbekommen, und zwar dieser Felix hat es mitbekommen. Rein theoretisch könnte ich mich durch die Groundbreaker durchtöten, ohne dass es irgendjemand merkt. Einfach so. Eigentlich könnte ich auch Parvati mitnehmen. Ne? Es sieht ja so aus, als wäre es hier recht friedlich. Gibt es natürlich die ein oder andere Schleichpassage, wofür die wahrscheinlich nicht geeignet ist, aber gut. Achso, jetzt. Ach so, wir haben sie sogar dabei. Cool. Habe ich nur aus Versehen gemacht, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Aber gut. Customs and Inspection, right this way. Zollinspektion, weh, ich muss zahlen. Was soll ich machen? Identification, please. Hawthorne's ID zeigen, bitte sehr. Ich heiße Zero, ich bin zum ersten Mal hier. Ja, zeigen wir mal Hawthorne's ID. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. Oh. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on, this isn't the end of the world. Probably. Wahrscheinlich. Ich nehme alles zurück, ich bin nicht Hawthorne und das ist nicht mein Schiff. Oh, thank the law. I could use a diversion. Tell me more then. Really sell it to me. Oh, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Ihr kommt gerade mit einem Flieger, keine Ahnung, in den USA an und der sagt hier Zollkontrolle. Und dann finden sie Drogen bei dir und sagen, ja, sie sind verhaftet. Dann sagst du, ja, nee, ich bin nicht Zero Enna. Und der geht drauf ein und sagt, ja komm, erzähl mir mehr, lass mich drauf reinfallen. Captain Hawthorne hat mich entführt und gezwungen, unbezahlt auf seinem Schiff zu arbeiten. Ich bin ein Gefangener, Hilfe. Ich habe das Schiff bei einem Pokerspiel gewonnen. Hawthorne hat mir seinen Ausweis gegeben, damit ich es fliegen kann. Hawthorne ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich habe mir seinen Ausweis genommen, damit ich sein Schiff übernehmen konnte. Ich finde das erste für dich am realistischsten. I like where this is headed. What happened to this vile kidnapper? Ich habe ihn getötet. You must feel terrific. Good for you. Also glaubst du mir, dass ich nicht Hawthorne bin? Not in the least. Good story though. Hätte ja funktionieren können. Wie bekomme ich das Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Okay, das passiert wohl öfter, wa? Just the opposite. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations here. They must have a real big bee in their bonnets, then. Everyone knows you don't trifle with Groundbreaker if you want to get your goods on time. If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty board bureaucrat.
man named Udom Bedford. Oh, großartig. Ich werde mit ihm reden und die Sache richtigstellen. Ich werde diesen Bedford-Typen den Hals umdrehen. You take the starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Was denn? Klar. Wanda Dorsett over in sickbay? Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ich kann nichts versprechen. Of course. What am I to you but the guy who's got his eye on your ship? Is there anything else I can help you with? Ich suche nach jemandem namens Gladys. Nein, noch nicht. Kann ich hier irgendwo einen Job finden? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Ich suche eher nach etwas vor Ort. Commandant Sunita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Jun Lei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Ich war durch. Oh, okay. Happy to help. That's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Also auf solche Stationen, wo nicht gekämpft wird, kann ich gerne den einen oder anderen Mann mitnehmen. Wie funktioniert das bei Halcyon Holdings eigentlich? Are you pulling my leg? Nee, ich bin neu hier in dieser Ecke. You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Okay, und dieser Vorstand kontrolliert den Großteil des Systems, ja? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Und wie passt die Groundbreaker in dieses Bild? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing. Mm-hmm. A few years before, her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Ja, ist natürlich cool, ne? Und du sagst ja, ich pfeife auf eigene Planeten, wir haben ein riesengroßes Schiff, das reicht uns. Würde ich auch so machen. Nur, dass, wenn mal irgendwie eine Ressource ausfällt, wie Sauerstoff oder so, ganze Bevölkerung im Arsch ist, aber muss ja nicht passieren. Also es gibt irgendwo eine Vorstandsetage, in der all diese Unternehmensleiter sitzen, ja? Sitting around, drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht sitzt da einfach nur ein einziger Typ, der sich jedes Mal ins Fäustchen lacht. Ich hätte nie gedacht, dass es im System so viele freie Auftraggeber gibt. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Na gut. All right. Der Name sagt mir doch nichts. Anscheinend herrscht eine gewisse Spannung zwischen dem Vorstand und der Groundbreaker. You noticed, huh? Ihr hört ja nicht auf, davon zu reden. What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them.
Ich verstehe. Ihr könnt ihn also richtig unter Druck setzen. Freut mich, dass Ihnen das Angst einjagt, den Bastarden. Setzt sie ruhig weiter unter Druck. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighter's docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Naja, aber solange sie euch nicht vernichten, ist das doch egal. Sure thing. Be seeing you. So, ich will jetzt langsam mal wieder jemanden erschießen. Es zwickt mir in den Finger. So. Ach, euch kenne ich doch. Ja, super. Ich kann auch hier drin mit euch reden, ne? Hey, wo ist meine liebe Dame? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Für mich ist die unheimlich. Jetzt verstehe ich, wie ich aussehe. Okay, alles klar. Dann wir können auch von hier aus mit ihr reden. Ist ja gar kein Problem. Ja, Freunde. Damit geht die Outer Worlds für heute zu Ende. Mein Triggerfinger, der ist richtig gespannt. Ich würde am liebsten... Aber es geht nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen quatschen. Erstmal... Es sind nicht die besten Stellen für einen Gamer, rumzulaufen und zu quatschen. Aber da muss jeder durch. Es geht hier um Story. Es geht hier um Verstehen. Da müssen wir durch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen vielleicht doch nochmal abknallen. Einfach, um meine düstere Seele zu befriedigen. Haut rein, ciao.